Herzlich willkommen zum TSI-Wochenupdate. An dieser Stelle werfen wir zunächst immer einen Blick auf die großen Weltbörsen. Und an erster Stelle kommt heute der S&P 500. Ja, die US-Märkte sind ja vor allem der Dow und der S&P ausgebrochen nach oben aus ihrer langen Seitwärtsrange. Und eigentlich ist das hier zum einen schön zu sehen und zum anderen auch schön zu handeln. Solange die US-Märkte sich oberhalb dieser waagerechten schwarzen Linie befinden, steht einem guten Kursverlauf in den nächsten Monaten eigentlich nichts im Wege. Wird allerdings der Index hier drunter fallen, dann sollte man sich vielleicht etwas mehr Gedanken machen und in dem Fall würde sich wahrscheinlich auch die Börsenampel doch merklich eintrüben. Ja, als zweiten, nicht ganz so großen Index, aber vielleicht als immer wichtiger werdenden Index in der Zukunft, habe ich heute mal den Bombay Stock Exchange Index, den Sensex, mitgebracht. Und Indien ist ja die zweitgrößte Nation der Welt und hat beeindruckende Wachstumsraten, wo wir gleich darauf eingehen werden noch. Vielleicht, das sagen viele, wird es das zweite China. Und man sieht hier, nach dem doch sehr starken Einbruch im Jahr 2008, ging es hier auch erstmal deutlich wieder nach oben. Und seitdem gibt es so einen, relativ gemächlichen Aufwärtstrend insgesamt. Und man sieht hier, dass auch dieser Index nach oben ausgebrochen ist. Und in Anbetracht der Wachstumsraten, die in diesem Land in den nächsten Jahren zu erwarten sind und in relativ stabilen Verhältnissen politisch gesehen, ist hier vielleicht ein Index, der auf Hinsicht der nächsten Jahre doch einiges an Freude dem Anleger verleihen könnte. Schauen wir mal kurz auf die Wachstumsraten, die das BIP in Indien so die letzten Jahre erzielt hat. Dann sieht man, wir bewegen uns hier in einem Bereich von knapp 7%. Sogar noch leicht ansteigend. Also hier von einem zweiten China zu reden, wenn denn die Wirtschaftskraft insgesamt, also nicht nur relativ, sondern auch absolut wieder ziemlich groß ist, das kann man tatsächlich machen. Insofern ist es ein spannender Index, den man zumindest immer mal wieder sich in den Hinterkopf rufen sollte. Ja, und als drittes werfen wir wie immer als letztes auch einen Blick auf den deutschen Leitindex. Auch hier sieht es jetzt spannend aus. Also die Börsenampel hat nochmal einen richtigen Sprung gemacht und steht mittlerweile so hoch wie seit Mitte 2015 nicht mehr. Zeigt ja schon seit Monaten grün. Jetzt sieht man hier aber auch Charttechniker würden hier sagen, Mensch, wir sind an einer interessanten Stelle. Hier könnte es den Ausbruch nach oben rausgeben und die lange Konsolidierung könnte damit beendet werden. Noch ist es aber nicht so weit. Ja, der Wert der Börsenampel, ich hatte es schon angesprochen, liegt aktuell bei 1,024 und damit ging es deutlich nach oben im Vergleich zur Vorwoche. Wir sind also insgesamt jetzt in einem komfortablen grünen Bereich und das bedeutet, dass es durchaus sinnvoll ist, jetzt in den nächsten Wochen in Aktien investiert zu sein, obwohl wir auf die schwierigen, statistisch gesehen schwierigen Monate August und September zugehen. Ja, in der Rubrik Aktiencheck geht es heute um ein neues Zertifikat, nämlich den TSI Deutschland 30 Index. Der ist hier etwas abgeschnitten, aber genau, jetzt fährt das Ganze hoch. Ja, worum geht es in diesem Index und in diesem Zertifikat? Also zunächst einmal ist es ein Index, der hier hinterliegt. Also ein Index, was ist das? Naja, man kennt erstmal viele Indizes, zum Beispiel den DAX ist der wohl bekannteste, also die 30 würde man sagen, relativ größten Unternehmen Deutschlands. Dann gibt es Indizes, den MSCI World, der Aktien von dem ganzen Globus in sich vereint. Der S&P 500 ist sehr bekannt. Es gibt auch eine ganze Reihe von kleineren Subindizes. So, das sind also alles Körbe von Aktien oder anderen Wertpapieren, die zusammengefasst werden und werden dann anhand von meistens Punkten irgendwie bewertet und ihre Wertentwicklung wiedergespiegelt. So, und auf diese Indizes können dann Zertifikate emittiert werden und die können überhaupt nur gekauft werden. Also es kann niemand einen Index direkt kaufen, sondern immer nur ein Zertifikat, was einen solchen Index abbildet. Gut, und konkret der TSI Deutschland 30 Index sieht so aus, dass er die 30 nach Marktkapitalisierung, Streubesitz größten Unternehmen Deutschlands in sich erstmal aufnimmt. Das ist sozusagen das Universum, also die Unternehmen, in die überhaupt investiert werden kann. Die leuchten hier gerade nach und nach auf. Und das Ganze ist dann aber so, dass es im Grundsatz fast, also zu ungefähr 90% der DAX,
aber da es nur nach der Größe nach Marktkapitalisierung geht, nicht ganz. Zum Beispiel sind hier zwei Aktien, hier sehen Sie gerade die Lufthansa rausfliegen, die nicht zu den 30 größten Werten auf dem deutschen Kurszettel nach Marktkapitalisierung sind, sondern wir haben hier dafür die Deutsche Wohnen und GEA drin. So, und das sind jetzt die 30 größten Unternehmen und hier raus nach Free Float und hier raus werden jetzt die 10 relativ stärksten Aktien nach TSI-Wert herausgepickt. Das heißt also, in diesem Fall, Sie sehen hier vielleicht die kleinen grünen Haken, alle 10 Unternehmen, die im Moment die höchste Trendstärke aufweisen, die fließen zu jeweils 10% in das Zertifikat. Und dieses Zertifikat wird dann monatlich durchrotiert, das heißt, wird immer geschaut, fallen manche von den trendstärksten Aktien raus und ergeben sich neue. Und die Wertentwicklung des Zertifikats bemisst sich also anhand dieser Werte. Okay, warum haben wir das Ganze aufgelegt? Naja, im Endeffekt, um eine neue Möglichkeit zu schaffen für Investoren, die auf solide Aktien setzen wollen, also bekannte Werte, zu denen man in der Regel auch höheres Vertrauen hat. Und das sind in der Regel eben gerade DAX und vielleicht auch MDAX-Werte. Und hier aber eine Möglichkeit zu finden, wie man nur in die gerade gut gemanagten, gut laufenden Aktien investieren kann und nicht in die, na, sagen wir es mal, Bremsklötze, wie es derzeit zum Beispiel die Banken sind. Und in der Vergangenheit hätte jetzt auch dieses Zertifikat gut abgeschnitten, sonst hätten wir es ja auch überhaupt nicht uns überlegt, dass man sowas auflegen könnte. Also im Schnitt wurde der Vergleichsindex hier, der DAX, im Jahr um 6% geschlagen und so 5% ist auch das Ziel, den DAX pro Jahr hinter sich zu lassen. Genau. Ja, dieses Zertifikat wird es in verschiedenen Versionen geben. Es gibt die Standardvariante, die also 1:1 den Kursverlauf des Index repliziert. Für Anleger, die es jetzt ein wenig gewagter haben wollen, gibt es auch sogenannte Hebelzertifikate. Das heißt also, bei einem Hebel 2,2 beispielsweise würde das Zertifikat 2,2% gewinnen oder verlieren, je nachdem, ob der Index, wenn der Index 1% gewinnt oder verliert. Das Ganze geht hoch bis zu einem Hebel von 6,4. Die Zertifikate sind alles Knockout-Zertifikate, das heißt, das gilt hier zu beachten. Wenn das jeweilige Zertifikat bzw. der Index unter einen gewissen Wert drunter fällt, dann können diese Versionen also auch ausgenockt werden. Das heißt also, den sehr guten Chancen, gerade wenn es jetzt mit den Aktienmärkten wirklich deutlich nach oben gehen sollte, stehen natürlich auch immer gewisse Risiken gegenüber. Ja, es wurde in der letzten Woche schon angekündigt, dass das Zertifikat jetzt emittiert wurde. Es gab allerdings einige Verzögerungen, sodass es jetzt eine Handelbarkeit ab Montag geben wird. Und unter der entsprechenden WKN sind alle Zertifikate dann auffindbar und ganz normal handelbar. Ja, damit sind wir schon am Ende des Wochenupdates. Die nächste Sendung sehen Sie dann am Freitag, den 5. August.